Josephine, Lea und Tom gehen in die dritte Klasse. Bald werden sie das große Fest ihrer ersten heiligen Kommunion feiern. Auf diesen Tag freuen sich die drei schon sehr. Sie treffen sich regelmäßig, um sich auf diesen besonderen Tag vorzubereiten und mehr über Jesus und die heilige Kommunion zu erfahren. Kommunion, was ist das eigentlich? Das Wort kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Gemeinschaft. Gemeinschaft erfahren wir mit unserer Familie, mit unseren Freunden, in der Kirche und auch mit Gott. So wie Jesus vor über 2000 Jahren in der Gemeinschaft mit seinen Freunden zum letzten Mal vor seinem Tod zusammensaß und Brot und Wein teilte, so feiern auch wir heute in der Heiligen Messe diese Gemeinschaft untereinander und mit Gott. Wir denken in der Heiligen Messe an Jesu Mahlgemeinschaft mit seinen Freunden und wir glauben, dass Brot und Wein sich hierbei verwandeln in Jesu Leib und Blut. Am Tag ihrer Erstkommunion empfangen Josephine, Lea und Tom zum ersten Mal das gewandelte Brot, den Leib Christi. Mit den Augen des Glaubens erkennen sie, dass das Brot mehr ist als nur ein Stück Brot. Sie begegnen Jesus Christus in diesem Brot. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Josephine, Lea und Tom sind Jesus Christus bei ihrer Erstkommunion ganz nahe. Sie werden zu Freunden von Jesus und diese Freundschaft spüren sie in ihrem Herzen. Dies gilt für das ganze Leben und in jeder Feier der Heiligen Messe. Jesus ist unser ganzes Leben bei uns. Der Tag der Erstkommunion ist ein großes Fest der Gemeinde, das die drei Kinder zusammen mit ihrer Familie und ihren Freunden in der Kirche und auch zu Hause feiern. Sie essen und trinken gemeinsam, bekommen Geschenke und erleben einen unvergesslichen Tag. Es gibt aber auch Kinder, denen es nicht so gut geht. Mit ihnen wollen Josephine, Lea und Tom ihre Freude teilen und ihnen etwas von ihren Geschenken abgeben. Das geht zum Beispiel durch eine Spende über das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken. Es hilft katholischen Christen dort, wo nur wenige andere Katholiken leben, denn keiner soll alleine glauben. So können die drei mit ihrer Spende zum Beispiel schwerkranken Kindern helfen. Denn das Bonifatiuswerk unterstützt Einrichtungen, die sich um Familien mit Kindern kümmern, die sehr krank sind und oftmals nicht mehr gesund werden. Auch Kindern und Jugendlichen mit geistigen oder körperlichen Behinderungen, die zusammen wohnen und betreut werden oder die in anderer Weise benachteiligt oder arm sind, hilft die Spende von Josephine, Lea und Tom. Außerdem fördert das Hilfswerk Aktionen, bei denen Kinder mehr von Jesus und seiner Freundschaft erfahren können. Das geht zum Beispiel in den Kindertagesstätten oder bei religiösen Kinderwochen. Das sind Ferienfreizeiten, bei denen sie mit Spiel und Spaß viel über den Glauben lernen. Ebenso werden alle katholischen Kindergärten dort unterstützt, wo Katholiken in der Minderheit leben. So wird am Tag der Erstkommunion in ganz Deutschland mit der Spende der Erstkommunionkinder für eben diese Einrichtungen und Aktionen Geld gesammelt. Und das bereits seit über 100 Jahren. Pro Jahr unterstützt das Bonifatiuswerk insgesamt über 1000 solcher Projekte. Möglich ist diese Hilfe nur durch Spenden von Kindern wie Josephine, Lea und Tom. Kinder helfen Kindern. Dafür sagt das Bonifatiuswerk mit seinen Projektpartnern Danke. Mach auch du mit und teile deine Freude mit anderen.